Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheiten oder geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wahnsinnsfahrt, eine Runde in die Medienwelt. Ich bin's wieder, euer Martin. Ja, meine lieben schönen Menschen, heute gehen wir von der Schweiz nach Deutschland. Und die Seite wa.de hat eine Meldung zum Thema Autismus ins Internet gebracht. Weil ich mir die nicht alleine tun kann, sicher, ich will mit rein. Link zum Artikel gibt es natürlich in der Videobeschreibung, als auch der Link zu meinem zweiten Kanal, falls das gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn ihr dort ein Abo raushauen würdet. Gleiches gilt auch für meine Kooperationspartnerin rund um Autismus ein Brückenkanal, als auch der Link zu meinem David Art Kanal, wo ihr euch meine Comic-Seite übergeben könnt, als auch der Link zu meinem Fanfiction Kanal. Und ich kann euch schon mal so viel verraten. Es geht um das Thema Assistenzhunde. Kürzlich auch einen in der S-Bahn gesehen. Zwar noch in der Ausbildung mit einer rosanen Weste, aber Assistenzhunde sind mittlerweile zum Standard geworden. Sag ich jetzt mal so. Und dieser Artikel trägt den Titel Hilfe für autistischen Jungen oder Assistenzhund verändert Leonards Welt oder wie es richtig heißen sollte. Hilfe für Jungen im Autismus-Spektrum oder Assistenzhund verändert Leonards Welt umgeändert habe. Ein Artikel von Konstanze Jukenack und über sie steht folgendes drin. Sie ist Leiterin der Lokalredaktion und berichtet für wa.de mit dem Schwerpunkt Hamm. Und dieser Artikel ist ja aus Hamm, beziehungsweise Hamm-Westfalen. Und hat auch noch drei weitere Beispielartikel rausgehauen, wie zum Beispiel Hamm, baustellenreiche Zeiten, Dutzende Straßen werden saniert. Zahlreiche Straßen in Hamm sind kaputt. Die Stadt will in den kommenden 2 Jahren 10 Millionen Euro in ihre Sanierung stecken. 63 Maßnahmen sind geplant. Ja, also mittlerweile ist ein ganzes Land zu einer Baustelle geworden. Und es wird immer schlimmer. Weiter geht's. Mit dem zweiten Beispielartikel. Alle Infos auf einen Blick. Musikschule Hamm hat eine neue App. Damit nicht mehr lang gesucht werden muss, hat die Musikschule in Hamm nun eine neue App. Dort findet Interessierte mehr als nur Infos über den Unterricht und Preise. Oder zum Beispiel einen dritten Beispielartikel, bevor wir richtig loslegen. KMT-Neubau in 2 Monaten fertig. Positive Signale von Lauterbach. In Hamm steht die Klinik für manuelle Therapie, kurz KMT, kurz vor der Vollendung ihres ambitionierten Neubauprojekts. Anfang Juli soll die Eröffnung sein, etwas später als geplant. Und Lauterbach kann eigentlich nur der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gemeint sein. Wer auch sonst. Und nun zum Artikel, fragt mich dann drumrum, los geht's. Einige Alltagssituationen überfordern Leonard, einen Jungen mit frühkindlichem Autismus. Viele Herausforderungen meistert er mit Assistenzhund Ico. Ico. War das nicht dieses kleine Wildpferd? Hab ich zumindest noch gekannt, diesen Kinderfilm da. Meine Güte, ist das schon ewig her. Vielleicht sollte ich mal einen Rewatch starten. Aber mal gucken. Oder wie dieser erste Abschnitt richtig heißen sollte. Einige Alltagssituationen überfordern Leonard, einen Jungen im Autismus-Spektrum. Viele Herausforderungen meistert er mit Assistenz und Ico. Weiter geht's. Hamm. Der Einsatz hat sich gelohnt. 30.000 Euro Spenden hat Familie Frings aus Hamm gesammelt. 3 Jahre gewartet. Seit Oktober lebt Ico bei ihnen, ein Assistenzhund. Wir führen ein ganz neues Leben, sagt Jennifer Frings. Ihr Sohn Leonard, 7 Jahre alt, hat frühkindlichen Autismus. Er spricht nicht, bekommt in unübersichtlichen Situationen Schreikrämpfe, auch Meltdowns genannt. Meltdowns als nur Schreikrämpfe zu bezeichnen. Also wie gesagt, Meltdowns sind mehr als nur Schreikrämpfe.
Weiter geht's. Der Fall von Arian erinnert mich sehr an Leonard, sagt Frings. Seit Ende April wird der 6-jährige autistische Junge aus Niedersachsen vermisst. Oder wie es richtig heißen sollte. Seit Ende April wird der 6-jährige Junge im Autismus-Spektrum aus Niedersachsen vermisst. Es ist Frings größte Angst, dass ihr Kind ebenfalls weglaufen könnte. Aber dank Ico, so oft sie, lässt sich das verhindern. Und er wird auch nicht weglaufen. Dank Ico. Weiter geht's. Der Labrador wurde in einem Zentrum für Assistenzhunde in Rostock speziell für Leonard ausgebildet. Rostock. War da nicht auch ein kleiner Junge im Autismus-Spektrum weggelaufen? Aber wurde zum Glück gefunden? Deswegen. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Weiter geht's. Wird Leonard unruhig, legt Ico seinen Kopf auf die Beine des Kindes. Autisten spüren sich oft nicht, erzählt die Mutter. Die Schwere des Hundes helfe Leonard, zurück zu sich selbst zu finden und beruhige ihn. Und Hunde sind wirklich was Schönes. Völlig zu Recht, der beste Freund des Menschen. Aber wenn man Vollzeit beschäftigt ist, so wie ich, dann ist aber keine Zeit für einen Hund. Klingt traurig, ist aber so. Weiter geht's. Hund als Weglaufsicherung. Ein Geschirr verbindet Mensch und Tier. Ein Geschirr? Dann lesen wir weiter. Vor allem aber verhindert das Tier, dass der 7-Jährige entwischt. Geht die Familie vor die Tür, legt Frings Leonard ein Geschirr an, das mit an einem Hundegeschirr befestigt wird, das Ico trägt. Kind und Hund sind darüber verbunden. Ich sage Leonard, dass er jetzt für Ico verantwortlich ist, erzählt die Mutter. Also sprich, sie geht mit ihm auch Gassi. Weiter geht's. Ihr Sohn spreche zwar nicht, verstehe das aber. Die Verantwortung für das Tier stärke ihn, sodass er normalerweise nicht versuche wegzulaufen. Wenn doch, hält ihn das Geschirr zurück. Außerdem hat Ico eine Leine am Halsband, über die Jennifer Frings ihn führt. Üblicherweise. Aber wenn Leonard mit ihm Gassi geht, dann ist es Leonard, der Ico an der Leine hält. Weiter geht's. Bis der Hund kam, war für die alleinerziehende Mutter, ihre ältere Tochter Sophia und Leonard vieles unmöglich, was anderen selbstverständlich erscheint. Jahrelang traute sich die Familie nicht ins Allee-Center. Viel zu unruhig ist es dort für Leonard. Ich kann mir schon vorstellen, warum. Im Allee-Center gibt es anscheinend keine Läden, wo stille Stunden eingeführt wurden. Und ich wette, dass im Allee-Center kein Artikel dazu veröffentlicht wurde. Ich bin der Meinung, nicht. Kein Wunder, dass es so unruhig für ihn wurde. Weiter geht's. Jeder Ausflug war verbunden mit der Gefahr, Leonard könnte zusammenbrechen. Jetzt ist es anders. Wir waren neulich 1,5 Stunden im Tierpark, sagt Frings. Leonard habe sogar auf dem Spielplatz gespielt. Die Mutter strahlt. Und mit Assistenzhunden wird vieles leichter. Richtige Hunde als Haustier, schön und gut. Assistenzhunde umso mehr. Weiter geht's. Frühkindlicher Autismus. Lange Wartezeiten auf Therapieplätze. Nicht nur bei frühkindlichem Autismus, sondern allgemein, was Autismus-Spektrum betrifft. Weiter geht's. Als Säugling hatte sich ihr Sohn entwickelt, wie die meisten anderen Kinder auch. Doch im 2. Lebensjahr hörte er auf zu sprechen. Er war unruhig, schrie, tobte. Als Leonard 3 Jahre alt war, erhielt seine Familie die Diagnose.
Ja, mit 3 Jahren ist es ja auch soweit. Aber immer noch zu viele Menschen erhalten ihre Diagnosen erst im Erwachsenenalter. Weiter geht's. Die Schwierigkeiten hielten auch mit dem Wissen um die Erkrankung an. Erkrankung. Autismus ist keine Erkrankung. Beziehungsweise keine Krankheit. Meine Güte. Lesen wir weiterkommen. Fricks bemühte sich um einen Platz in der heilpädagogischen Kita der Lebenshilfe am Tierpark, erhielt aber keinen. Leonards Fall sei nicht schwerwiegend genug. Sie bemühte sich um die Unterstützung der Autismusambulanz und wartete ein Jahr auf einen Platz. Auch ein Lokopäde fand sich erst nach einjähriger Wartezeit. Also, ein Jahr auf einem Platz in der Autismusambulanz plus ein weiteres Jahr für einen Lokopäden. Also 2 Jahre. Weiter geht's. Unterdessen war das Leben mit Leonard schwierig. Er und damit auch seine Mutter schlief nicht mehr als 3 Stunden pro Nacht und auch diese nicht am Stück. 5 Jahre ging das so. In dieser Zeit wurde der Junge immer aggressiver. Er war auch aggressiv seiner großen Schwester gegenüber, sagt Jennifer Frinks. Das Mädchen, heute 10 Jahre alt, kümmere sich liebevoll um ihren Bruder. Manchmal zu viel. Sie ist doch selbst noch ein Kind, sagt die Mutter. Mit 10 ist man nicht volljährig. Außer man ist eine Iskai, denn da ist man schon volljährig. Weil die leben ja nur bis zum 40. Lebensjahr und nur ganz wenige überschreiten das Alter sogar. Aber ganz wenige. Aber da wir ja Menschen sind, werden wir nun mal erst viel später volljährig. Sprich, erst mit 18. Hier ein Zitat. Ich will, dass er bei uns bleibt, aber ich möchte nicht, dass meine Tochter oder ich verletzt werden, sagt Jennifer Frings. In Bezug auf den Bruder, ne? Also Leonard. Weiter geht's. In dunklen Momenten fragte sich Jennifer Frings trotzdem, wie lange Leonard noch bei ihr leben könnte. Was sie machen sollte, wenn er größer und stärker ist als sie und weiter Meltdowns hat. Ich will, dass er bei uns bleibt, aber ich möchte nicht, dass meine Tochter oder ich verletzt werden, sagt sie. Ja, dass Kinder wachsen, lässt sich eh nicht vermeiden. Ausgenommen bei bestimmten Diagnosen, die einen das Wachsen halt hindert. Aber das ist in diesem Fall nun mal nicht so. Weiter geht's. Zermürbend. Auf die Genehmigung vieler Hilfsmittel wartet die Familie mehrere Monate. Um nochmal auf das alte Thema zurückzukommen. Jetzt, wo der Assistenzhund da ist, dann wird es auch solche Aggressionen nicht mehr geben. Meltdowns, schön und gut. Aber mit dem Assistenzhund wird alles viel besser. Und wurde auch alles viel besser. Weiter geht's. Frings beantragte ein Therapiebett für Autisten. Es dauerte 9 Monate, bis die Krankenkasse es bewilligte. Weitere 9 Monate des Schlafmangels. In dem neuen Bett hat er von der ersten Nacht an durchgeschlafen, sagt Frings. Aktuell hat sie einen Talker beantragt, eine Art Tablet, auf dem Leonard auf Symbole tippen und so Sätze formen kann. Wir haben das ausprobiert. Das wäre eine bahnbrechende Veränderung, sagt Frings. Schließlich könnte ihr Kind dann besser mit ihr kommunizieren. Auf eine Entscheidung der Krankenkasse wartet sie seit Februar. Bei Ico, dem Assistenzhund, hat sie keinen Antrag gestellt. Er hätte ohnehin keine Erfolgschancen gehabt, glaubt sie. In Deutschland gelten nur Blindenhunde als medizinische Hilfsmittel, sagt Frings. Kennen wir ja. Für alle anderen Begleithunde gibt es keine Finanzierung der Krankenkasse. Wetten das? Weiter geht's. Begleithunde für Autisten, Diabetiker oder Epileptiker hingegen nicht, sodass Betroffene privat für die Hunde aufkommen müssen. Tada! Da bin ich eher für eine Krankenkassenreform. Und das ist bei der Gründung des Autistic Empire natürlich auch mit dabei.
Weiter geht's. Jennifer Frinks ist dankbar, dass das gelungen ist. Ich bin wirklich dankbar für jede einzelne Spende, die uns ermöglicht hat, dass Ico zu uns kommt. Und ich finde, das war genau das Richtige. Aber jetzt kommen wir zum letzten Kapitel und Abschnitt und einen Schluss. Ico gilt nicht als Hilfsmittel, hilft der Familie aber enorm. Stück für Stück unternimmt die Familie immer mehr mit Leonard. Als Assistenzhunde darf Ico mit in Super- oder Drogeriemärkte. Wir üben mit Leonard im Kassenbereich zu stehen, sagt Jennifer Frinks. Früher sei dies das Schlimmste für ihn gewesen, das Piepsen, die vielen Menschen, aber mit Ico halte er es aus, jeden Tag ein bisschen länger. Und hoffen wir mal, dass im Allee-Center auch in allen Läden die stillen Stunden angeführt werden. Und das wäre dann für Ico als auch für Leonard und dessen Familie noch viel besser. Was soll ich dazu sagen, Leute? Ein berührender Artikel, wie ich finde. Und beten wir nur, dass die Krankenkassen nun endlich mal Einsicht zeigen würden und dass sie auch für andere Assistenzhunde die Zahlung ermöglichen, damit die Familie nicht selber auf die Finanzierung angewiesen werden müsste. Weil Ico kam ja nur durch die Spenden von 30.000 Euro zustande. Und das nur, weil die Krankenkassen sich geweigert haben, diesen Hund zu bezahlen. Und jetzt meine Frage an euch, was haltet ihr zu diesem Artikel? Schreibt es gerne in die Kommentare eure Meinung, als auch das Video zu liken, als auch das Video zu teilen, als auch den Abo-Button mit der Glocke zu aktivieren, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Und wir sehen uns dann morgen mit einem weiteren Artikel wieder. Und ich würde mal sagen, ciao Leute!